Was wollte ich eigentlich machen? Achso, wir wollten hier noch was reinstecken, ne? Ah ja, das reicht ja mal. Gute Sache. Gib mir doch mal Statue hier hin. Wie viele... Gut, ich dachte, es kommt wie bei den anderen Gems noch eine Abfrage, ob man das machen möchte. Nun. RIP. Offenbar hatte ich aber auch 13 Stück. Wo auch immer ich die her hatte. Gut, dann gucken wir uns jetzt vielleicht doch nochmal Zylindro an. Boah, Speed und Damage Bonus? Give, please. Und was ist mit der rechts, die Weltkugel? Ganz ehrlich, der Nexus, wenn du ganz genau hinguckst, ist das auch nicht wirklich eine Kugel. Ja, wir machen das hier nochmal ganz fix. Nochmal ein paar Cubes zu bekommen. Der Speedbonus geht richtig ab. Ich bin gespannt. Ich würde dann gerne auch meine Module noch ein bisschen weiter pushen. Wenn ich ehrlich bin. Problem ist, in der Factory muss ich jetzt theoretisch erstmal wieder Stunden warten, bis Erze weiter durch sind. Wir könnten natürlich nochmal bei den Producern gucken. Producern, was auch immer das gerade für ein Aussprachefehler war. Ob ich da noch ein bisschen weiterkomme. Aber ich glaube nicht viel. Ein N-Eck mit N gleich unendlich ist auch ein Kreis, ja. Das ist ein Kaktus, kein Turm? Doch, doch. Wir haben noch herausgefunden, dass der perfekte Turm die Form eines Kaktus hat. Das ist der entscheidende Punkt. Das Spiel hat über Nacht dein Leben eingenommen. Ey, es ist übel, oder? Ich glaube, wenn man so einen gewissen Punkt erreicht hat, so nach 3-4 Tagen hört das auf. Hoffe ich zumindest. Ich bin mir noch nicht so sicher. Eigentlich könnten wir auch mal den Kram anmachen, oder? Wir haben ja genug Attack Speed. Vielleicht nicht ganz so viel. Ja, RIP. Okay, reicht aber, glaube ich, auch. Wie viel kriegen wir da raus? Ah, ja. Ah, das reicht schon wieder nicht mehr? Uff. RIP. Vielleicht möchte ich doch eher hier auf Nightmare. Oh, das habe ich noch gar nicht probiert, offensichtlich. Aber theoretisch müssten wir hier mehr Ressourcen rauskriegen. Theoretisch. Ein Problem ist einfach, dass ich im Moment noch null tanken kann. Aber schauen wir mal. Ich sehe, du bist noch mal eine Ewigkeit weiter. Ich spiele es halt den dritten Tag. Wobei ich halt am Wochenende extrem viel gespielt habe.
Ja, aber es geht auch ganz gut. Hier kriegen wir irgendwie knapp E10 zusammen. Und dann müssen wir echt nochmal die Module angehen. Das wäre nochmal ein Ding. Aber erstmal Q-Boss. So, das reicht doch. Dann gucken wir uns den Spaß doch einfach nochmal an. Okay, von dem Damage Boost merke ich jetzt nicht so viel. Speed merkt man aber auf jeden Fall. Bin ich jetzt einfach schneller als die Wand? Ach, traumhaft. Sind alle ausgerüsteten Module gemaxt? Nein, auf keinen Fall. Das kann ich mir gar nicht leisten im Moment. Ich glaube, gemaxt sind 5 oder 6 Stück. Mach das doch mal nicht. Aber man merkt eindeutig, dass sie die Hitbox angepasst haben von den Wänden. Sonst hätte ich da nämlich gerade voll eine gepflastert bekommen. Aber das Speed-Upgrade ist so viel wert. Vor allem auch, also es macht sich beim Richtungswechsel halt einfach deutlich bemerkbar. Sonst ist er immer gern nochmal so eine Säule weitergesprungen. Und jetzt ist halt so IO easy. Na, fall schon um. Shit. Voll reingedodged. Das war nicht so clever. Oh, wie es das einfach so viel entspannter macht, ne? Die Upgrades sind einfach schon richtig gut. Schon allein, dass man halt nicht mehr so massive Panik vor den Wänden haben muss. Wahrscheinlich fällt man immer noch mal hin und wieder in seinen Body Slam rein. Mit ein bisschen Pech, aber ansonsten sieht das doch eigentlich alles sehr geschmeidig aus. Das war knapp. Bye. Nice, das war jetzt halt echt easy. Die Animation am Ende könnte eine Idee kürzer sein. Okay. 20 Dingsies. Ich weiß nicht mehr, wofür ich die ausgeben wollte, ehrlich gesagt. Hast du jetzt schon die 100 Folgen Vorproduktion zusammen? Nee, wir sind... Oh Gott, wenn ich das schneide... Ja, ich weiß noch nicht, wie ich den Anfang von der Session heute schneide, aber wir sind so bei Folge 33, 34 ungefähr. Ist erst 25er Teil in der Mine geholt. Geology hatte ich auch auf jeden Fall auf dem Plan. Multiplies Shard and Resource Rewards by your current Town Level. Hm.
Nee, es ist halt, also halt Town Level hoch 0,15. Also nicht mal 40 per Level 40. Aber wobei doch. Der Resource Reward schon. Nur der Gem Reward nicht. Sechziger Teil in der Factory. Ich nehme das Ding erstmal mit. Factory. Ach, Chemical Lumps. Changes the recipe for all lumps to require only 4 deaths of the previous day. Das finde ich gar nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Was hat das eigentlich mit diesen blauen Shards auf sich? Welche blaue Shards meinst du jetzt genau? Die Frage ist, wenn wir jetzt nochmal Cylindro angreifen, können wir jetzt nochmal 20 davon... Also können wir... Pyramidas? Ja, hallo. Was bringt die Factory eigentlich? Am Anfang nicht wahnsinnig viel, aber an sich bringt die... unendliche Ressourcenproduktion. Nur meine Producers sind halt noch auf super Low Level. Die Gems heißen sie. Ach, die Teile meinst du? Damit kannst du entweder statt mit XP in einem Tower Run deine Skills hochleveln. Oder du kannst damit zum Beispiel Construction beschleunigen. Apropos Construction, wir wollten noch was bauen. Das machen wir dann mal. Laboratory? Factory. Auf jeden Fall Factory. Also könntest hier jetzt halt zum Beispiel, habe ich nicht genug für, aber ich könnte jetzt 3 und doch hätte ich sogar. Ich könnte jetzt halt knapp 24.000 von den Dingern ausgeben und hätte die Factory instant fertig. Und ich glaube, das mache ich auch einfach, weil es geht. Und schieb dann gleich das Ding noch hinterher. So. Kann ich das jetzt mit einem Teil machen? Also reicht das eine Ding, um das zu... Ja, ne? Lass trotzdem gerade mal kurz hier hingucken. Pyramidas. Ich bin gespannt. Da passt mein Kaktus auch besser zu. Okay, das läuft offenbar ganz anders. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich... Hallo? Okay. Okay, ich habe eigentlich gedacht, ich muss mit den Pfeiltasten irgendwas machen. Okay, super weird. Noch nicht so ganz, was hier Phase ist. Vor allem dauert das ewig. Okay, ich glaube, bei den Flower Patches sollte man irgendwie nicht so viel Energie verballern. Was das Zeug hier macht, weiß ich halt auch noch nicht. Also hier schießt halt offenbar eins von den Teilen. Und das schieße ich dann einfach runter. Oder schießen jetzt zwei, das ist natürlich fies.
Okay, das Flower-Ding ist halt super weird. So, wer möchte? Wow, da geht tatsächlich was final kaputt. Spannend. Okay. Ob ich dann hier auch die Flower Patches irgendwann platt kriege? Oder die einzelnen Blumen? Wow, shit. Aber ja, ich krieg die Blumen tatsächlich irgendwann weg. Okay, gute Sache. Okay, ich finde es immer noch super seltsam, aber okay, meinetwegen. Vor allem, es dauert halt echt ewig. Kriege ich am Ende bestimmt auch nur so 10 Gems für, weil es Tier 1 ist. Sehe ich schon kommen. Ach, das mit dem Nachladen ist halt immer noch ein bisschen ungeil. Okay, wir haben da schon mal zumindest einen Teil der Flowers weg. Passiert hier jetzt noch irgendwas oder ist sie jetzt einfach durch? Ah, jetzt kommt mit dem Auge irgendwas, okay. Okay, das schießt dann einfach so Projektile. Kriege ich hin. Verstehe ich. Aber hey, wir haben knapp 2/3 geschafft, würde ich schätzen. Ah, das war das Auge, okay. Ich bin halt einfach hart verwirrt davon, dass es sich so komplett anders spielt als Cylindro. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Völlig gesehen. So, kann die Seite jetzt überhaupt noch irgendwas? Nicht. Dann nimmt er auch keinen Schaden. Okay. Ist das also ein Bossgegner, der je länger der Kampf dauert, desto einfacher wird der Kampf? Ist das der Deal? Bitte, der packt noch total einen aus, wenn ich die beiden Augen auch weg habe, oder?
Okay, ich glaube, ich muss tatsächlich nur noch die beiden Augen wegschießen und dann war's das, oder? Okay, 25 dafür. Okay, hat er ein Tier 2? Offenbar nicht. Also war jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber wenn ich den jetzt normal mache... Ich würde gerne einfach ausprobieren, was passiert, wenn ich ihn nochmal mache, aber... Ja, hat er? Warum wird dann nicht 2 angezeigt? Hier steht jetzt Zylindro 2 dran. Hier kann ich aber auch 3 nicht auswählen. Ach doch, hier unten muss ich das machen. Oh, wow. Das ist halt so... Okay, dafür bräuchte ich aber erstmal Cubes. Das Calypso zweimal gemacht, nichts bekommen. Okay. Wer ist Calypso? Oh Gott, es gibt noch mehr Bosse. Hilfe. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, Pyramid, das war jetzt nicht so spannend. Abgesehen davon würde ich das gerne aufwerten wollen, bevor wir das nächste Mal machen. Shake Mouse for faster reloading, okay. Gut, dass ich das voll überlesen habe. Und Manual, wie gut, dass ich halt die Controls einfach komplett ignoriert habe. Aber hat ja trotzdem First Try geklappt. Passt schon. Lass doch mal bei der Factory gucken. Ach Gott, das dauert einfach noch 8 Stunden. Und vor allem kommt dann auch nicht viel raus. Gibt es eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, dass ich also mehr High-Tier-Erze bekomme, anstatt den ganzen Low-Level-Kram? Also abgesehen davon, also abgesehen von mehr Scheiß reinwerfen. Sieht nicht aus wie eine Burg, aber man kann viel Blödsinn damit machen. Das auf jeden Fall mit der Tower Customization kannst du richtig viel Blödsinn machen. Und die Sache ist halt, solange es keinen Drag and Drop hat, ist es super umständlich. Ich glaube, du willst einfach eins vom Höchsten und dir die durch Orlams neu craften? Nee, will ich. Ich habe so überhaupt gar keinen Bock auf die Orlams. Die sind halt einfach Hard Cancer. Die sind halt so krampfig. Das ist halt so, hey, wir machen das halt extrem umständlich und langwierig und es ist halt so, nein. Müsstest du doch automatisieren können? Ja. Braucht dann aber halt trotzdem ewig. Da kann ich halt auch einfach warten. Ist halt so. Ah, wobei, mit Automatisieren geht es dann relativ zügig. Ja, geht so. Aber toll finde ich es halt trotzdem nicht. Ich finde die Orlams irgendwie auch eine ganz komische Mechanik. Ist halt so. Hätte man nicht einfach sagen können, werte irgendwie 8 niedrigere Dusts zu einem höheren Dust auf. Ich meine, das ist exakt das, was man gerade macht, nur viel umständlicher. Hätte man da nicht einfach sagen können, der, keine Ahnung, Boiler macht 8 Stufe 1 Dust zu einem Stufe 2? Das wäre halt so viel praktischer, als da extra noch eine Ressource zu haben, die man für craften muss, um sie dann wieder zu zerlegen. Es ist halt so ein total nutzloser Zwischenschritt. Wo würdest du in der Construction-Firma den Fokus legen? Sobald du ernsthaft was mit der Factory machen willst, Factory. Einfach um mehr Inventarplätze zu kriegen, also mindestens Factory auf 4 ziehen. Aber ansonsten erstmal Workshop, damit du mehr Blueprints ausrüsten kannst. Und Mine. Vielleicht noch ein bisschen. Wir können Battle Producer skillen. Finde ich aber eigentlich gar nicht. Wo gab's denn? Ah, wir können jetzt überall diese Battle-Teile machen, ne? Battle Drills ist halt auch nicht so geil. Apropos Drill.
Ja, komm. Hilft ja nichts. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte gucken, wo es noch... Exotic gab es, glaube ich, nur noch hier. Oh, hier können wir uns sogar beide leisten. Oh, Construction Queue. Ja, bitte gib mir die Construction Queue. Bitch, please. Oh, diese Ewigkeiten drauf. So, dann mach bitte nach der Factory nämlich mal den Workshop. Dann mal den Shipyard. Hast du schon mal die Challenges versucht? Die erste habe ich gemacht, den Rest noch nicht wieder. War mir im Moment irgendwie noch nicht so wichtig. Könnte ich aber tatsächlich mal angehen. Dann glaube ich einfach, ach so, ich kann den Workshop nur einmal queuen hier. Das ist ja schade. Na gut, aber immerhin. It is something. So, dann hätte ich ganz gerne... Dass sich das immer wieder resettet, ist super nervig. Kann er sich nicht einfach merken, dass ich das auf 100% haben möchte? Das wäre so schön. So, und für die Factory bitte. Power Boost, danke.